Gold. Darf ich fragen, was das soll? Ja, das ist eine Ork-Rüstung, um sich in Mordor etwas unerkannter bewegen zu können. Per 360 Nieten und 150 Stunden Arbeit stecken. Und ich trage das in der Regel auf diversen Mittelalter- und Fantasy-Festen und Märkten rund um Berlin und Brandenburg. Die Mittelerde ist in Europa und auch in Deutschland. Das sieht man ja auch daran, dass man ja nicht alleine auf weiter Flur steht. Also es gibt die Gleichgesinnten, es gibt die Leute, die sich dafür interessieren. Mit denen trifft man sich aber jetzt nicht nur irgendwie in den eigenen vier Wänden im stillen Kämmerlein, sondern man geht raus. Es gibt Mittelalterveranstaltungen, Mittelaltermärkte, Fantasyveranstaltungen. Die gibt es im ganzen Land, sind die verteilt und da gehen die Leute hin und die können dieses wunderschöne Hobby, was ja doch ein Teil des Lebens schon geworden ist, das kann man da ganz, ganz wunderbar ausleben. Fantasy Mittelerde ist existent und zwar auch hier in Deutschland. Ich denke, du bist der lebende Beweis.